Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch die Fundorte aller Sammelobjekte. Einen kleinen Tipp, den ich euch noch mitgeben würde, ist, dass ihr erst mit dem Sammeln anfangt, sobald ihr die Hauptstory abgeschlossen habt. Der Grund ist ganz simpel, es gibt ein paar Sammelobjekte, wo ihr erst im Laufe der Hauptstory freischalten könnt und einen Typus Sammelobjekte gibt es noch, den ihr wirklich erst freischalten könnt und einsammeln könnt, sobald ihr die Hauptstory komplett abgeschlossen habt. Deswegen rate ich euch einfach dazu, genießt einfach dieses tolle Spiel, die Bombenstory und danach könnt ihr euch dann ans Sammeln machen. Den zweiten Tipp, den ich euch auf jeden Fall noch mitgeben will, ist, nutzt am besten die Reihenfolge aus meiner Playlist, denn auf diese Weise könnt ihr wirklich sehr viel Zeit einsparen und sehr viele unnötige Laufwege dann dadurch vermeiden. Es gibt auch einige Sammelobjekte, die aufeinander aufbauen. Beispielsweise gibt es da die Gefallen oder auch die Schatzkarten und Schatzsuchen. Und wenn ihr da jetzt die Playlist von mir dann nutzt, könnt ihr wirklich sehr viele unnötige Laufwege dann einsparen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß beim Einsammeln. Du kehrst zurück. Astrid, was ist mit dir passiert? Kratos, säubern wir diesen Garten vom Gift. Warum? Die Erde ist ein Abbild derer, die sie hegen. Solange das Land krank ist, ist es auch ihre Seele. Wir müssen die Totems zerstören. Sie vergiften Astrid's Garten. Leben kehrt in den Garten zurück. Gut. Wenn dein Garten blüht, blüht meine Seele. Kannst du vielleicht von dort oben sehen, ob es einen Weg hineingibt? Der Garten krankt immer noch. Wir müssen uns irgendwo Gift sehen. Das war's. Land, Tieren, es lebt wieder. Ich fühle es. Ja, dein Garten gedeiht wieder. Danke, meine Göttin. Ich liebe dich. Und ich dich. Du hast ein gutes Werk getan. Ein kurzlebiges. Der Garten wird wieder sterben. Noch ein schlafender Troll, den Zwergen sei Dank. Es geht darum, die Trolle mit der Reliquie zu wecken. Tja, das haben wir ja schon alleine rausgefunden. Ein Rüstungsteil, das Lunda gehört. Leib. Das Familienwappen von Hönir. Armer Mann. Gut, dass du die Runen erlernt hast.
Spiegelpfeile bringen dir nichts. Wir haben das Innere des Gebäudes freigelegt. Siehst du irgendwas Wertvolles da drin? Das Tor ist offen. Wir können zurück und hineingehen. Alter!